Der Start, eine rauschende Party 2003 vor tausenden Gästen in der Hamburger Kollerlein Arena. Auf das Glück der neuen Bank, auf die Zusammenarbeit im Norden. Prost! Prost! Nach Milliardengewinnen als weltweit größter Schiffsfinanzierer folgte der genauso laute Absturz. Undurchsichtige Beteiligungen fallen der Staatsbank auf die Füße. Immobilien sind nichts mehr wert, Schiffe sind nichts mehr wert. Hamburg und Schleswig-Holstein müssen die HSA Nordbank mit immer größeren Summen stützen. Am Ende sind es 10 Milliarden Euro. In dieser Zeit macht die Bank aber munter weiter, unter anderem mit den illegalen Cum-Ex-Geschäften. Dabei werden Aktien um den Tag der Dividendenzahlung so lange hin und her geschoben, bis das Finanzamt nicht mehr erkennen konnte, wann sie wem gehörten und so die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer an mehrere vermeintliche Eigentümer erstattet. Zu dieser Zeit waren Peter Harry Carstensen und Ole von Beuys die Länderchefs. Später dann waren in Hamburg Peter Tschentscher als Finanzsenator und Olaf Scholz verantwortlich. Auch wenn die Bank 127 Millionen Euro aus den Cum-Ex-Geschäften zurückzahlte, stellt sich die Frage, inwieweit die Länder ihre Aufsichtspflicht verletzt haben. Ines Jacobi war für uns im Rathaus und ist jetzt live zugeschaltet. Ines, die letzten Male konnte Olaf Scholz sich ja beim Untersuchungsausschuss an nicht viel erinnern. Hat sich das jetzt gebessert? Naja, er konnte sich schon etwas mehr erinnern als die letzten Male. Zwar ist diese Formulierung, ich kann mich nicht erinnern, auch ein paar Mal gefallen, aber nicht ganz so exzessiv. Also über grobe Vorgänge hatte er noch Kenntnis, wenn es um diesen Bericht ging, die HSH Nordbank mit ihren Cum-Ex-Geschäften. Wenn es um Details ging, zum Beispiel nach der Frage, ob über ein Bußgeld gegenüber der HSH Nordbank gesprochen wurde, da hat er dann gesagt, gibt es keine konkreten Erinnerungen. Er hat nochmal hier jegliche politische Einflussnahme zurückgewiesen, hat auch gesagt, es gab überhaupt keinerlei Hinweise, dass man an diesem Bericht der HSH Zweifel haben konnte, dass da nicht genug aufgeklärt war. Er sagt, das war sehr detailreich und man hat der Bank da geglaubt. Er hat auch noch mal gesagt, er hat immer gegen Steuerbetrug hier als Bürgermeister und auch als Bundesfinanzminister später gekämpft, um das sozusagen noch mal für sich in Anspruch zu nehmen. Das klingt alles sehr, sehr gut. Gibt es denn überhaupt neue Erkenntnisse, Ines? Nein, also es gibt hier natürlich oder es gab hier keinen konkreten Beweis für eine politische Einflussnahme, aber es gibt schon Fragen, die gerade im Zusammenhang mit dem Warburg-Komplex im Raum stehen, nämlich warum die Stadt, nachdem eigentlich bei der HSH Nordbank diese Cum-Ex-Geschäfte bekannt waren, man nicht bei Warburg vorsichtiger war und warum man da bei der rechtlichen Betrachtung so vorsichtig gewesen ist und eben nicht diese Erkenntnisse von damals angewandt hat und da quasi so eine Art Cut gemacht hat. Das wirft schon Fragen auf, konkrete Hinweise. Also gibt es hier nicht. Hier hat jetzt kein stichhaltiger Beweis am Ende, den gab es eben nicht. Die Opposition allerdings, die sagt, hier gibt es schon Hinweise, dass gerade auch bei der HSH es überhaupt keinen Aufklärungswillen gegeben hat bei der Politik, weil man die Bank, die eigene Bank, die eh schon Probleme hatte, nicht noch weiter in Misskredit bringen wollte. Das ist auch wiederum unglaubhaft. Damit macht er sich wiederum unglaubwürdig. Ich habe ja heute nachgewiesen, alle Zeugen, die wir befragt haben, bis auf einen haben sich gar nicht mit der Sache befasst, obwohl sie angeblich sogar den Auftrag hatten, sich mit dem Bericht zu befassen. Ein einzelner Mensch hat sich dann mit der Steuerstrafbarkeit befasst und das ist es gewesen. Auf einem guten Wege. Tschentscher und er haben ja versprochen, intensive Prüfung, umfassende Aufklärung der Cum-Ex-Verbrechen der HSH. Wir haben aber in unseren Befragungen festgestellt, das hat gar nicht stattgefunden. Die Finanzverwaltung war unterbesetzt, es wurden sogar weniger Prüfer eingesetzt als bei der Regelprüfung, die da vorgelaufen ist. Von einer intensiven Prüfung kann also gar keine Rede sein, sondern es wurde sich blind verlassen auf den Bericht, den die HSH selber vorgelegt hat. Ines, SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher war ja auch geladen, der war damals Finanzsenator für die SPD und da gibt es möglicherweise auch Neuigkeiten. Was hat der denn gesagt? Ja, die Befragung von Peter Tschentscher, die läuft hier noch. Da geht es jetzt im Moment sehr detailliert um den HSH-Nordbank-Komplex. Auch Tschentscher sagt, es gab keinerlei Einflussnahme. Man habe diesen Bericht damals zur Kenntnis genommen. Er hat hier sehr viel detailreicher berichtet als Olaf Scholz. Das war ganz interessant. Und er hat so ein bisschen versucht, den Ball zurückzuspielen zur CDU, die sehr hartnäckig nachgefragt hat. Er hat gesagt, naja, die Cum-Ex-Geschäfte der HSH-Nordbank, die sind unter CDU-Senaten passiert. Und man selber habe hier zur Aufklärung beigetragen.
Und der Vorwurf, der ja von der CDU erhoben wird, dass nicht genug aufgeklärt wird, da hieß es, naja, die Steuerverwaltung sei auch sehr schlecht ausgestattet gewesen, auch weil die CDU damals nicht genug ausgebildet hat. Also das war ja so ein kleines Ping-Pong-Spiel und am Ende gibt es hier keinen Beweis, aber es stehen natürlich weiter Fragen im Raum und die Aufarbeitung, die geht hier weiter. Dann bleiben wir da auch weiter dran. Dankeschön, Ines Jacobi, direkt vom Rat.